So, meine Freunde. Auf YouTube. Wir schauen uns ein neues Spiel an. The Beast Inside. Wie ihr hört, es könnte etwas gruselig werden. Im Hintergrund geht die Türe auf und zu. Aber ich muss euch sagen, ich habe schon geschwind reingeschaut. Aber wir starten für euch. Oder ich starte für euch jetzt extra ein neues Spiel. Und Spiel beginnen und vorherigen Spielstand löschen. Ja. Machen wir einfach mal Abenteuer. Und ja, wie alles begann. Starten wir einfach mal die Runde. Beliebige getestet. Machen wir das mal. Und schauen wir, was passiert. Where am I? Adam! Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! Oh, no! No, what have you done to Adam? Oh, God! War calls for casualties. No, there is no war. We're just a regular family. You hear me? We just wanted to live our life. And you've ruined everything. Pictures, bugs, threats. And now you kill me. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No! What are you doing? What are you doing? I am setting the front line. Tja. Eine Woche zuvor. The sweet of the past. Die Süßen der Vergangenheit. President Carter had commented on the Russian threat that we could... An sich, grafisch und so, finde ich echt geil gemacht. I have. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. Feel the call of the wild. For the weekend, honey. Not for the rest of our lives. Who says it's for the rest of our lives? Really, Emma? We don't know the day or the hour. Very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country would be like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. But then again, this shack will fall down on us before Brezhnev's boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents, and you should appreciate it. Take a look! Oh, ein nettes Haus. Better than the photos. Und in diesem Haus, beziehungsweise drumrum, well, our stuff made it here before us. Dürfen wir mit ein paar Aufgaben erledigen. Okay. Gott sei Dank hört diese wunderbare Musik gleich auf. Tür zu. Danke. Three-hour drive and we're finally here. The place seems peaceful and quiet. Maybe it'll help me to focus on those damn telegrams to decipher. Honey, don't just stand there. Those boxes won't carry themselves in. Update. The place seems peaceful and quiet until Emma showed up. Tja, ein ruhiger, friedlicher Ort. Verwende WASD, um dich bewegen. Trage den Karton ins Haus. Ah, auch noch Matsche. 22. August 1979. Drücke Tab, um Aufnahmen anzuhören mit dem Aufnahmegerät. Kann er dem Gespräch aufzeichnen und seine Gedanken zu aktuellen Ereignissen festhalten. Drücke Leertaste, um fortzufahren. Machen wir das so mal. Gotta get those boxes inside. Ich muss diese Kartons reinbringen. Gut. Tür auf. I should put the box on a table upstairs.
Lege den Karton oben auf dem Tisch ab, also Treppen hoch. So. Durch das hier kein Tisch ist und nur hier hinten, müssen wir den wohl hier ablegen. The box is where it should be. Time to paint the walls. I think there's some paint in the attic. Gehe zum Dachboden. Damn, I can't reach it. I need something to pull down the stairs. Oh, was haben wir hier? Ein Hinweis. Ich habe die Mistkerle im Voraus bezahlt und natürlich haben sie sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Kisten auf den Dachboden zu tragen. Heutzutage kann man einfach niemandem mehr vertrauen. Puh. Oh, im Inventar. Gegenstand wurde dem Inventar hinzugefügt. Ja, wie gesagt, ich habe das erste Kapitel habe ich schon durch. Das machen wir jetzt etwas schneller. So, dann Hakenstange. Gut, wie war das jetzt nochmal? Jetzt ist. So, dann ziehen wir das einmal mit der Maus runter. Entschuldigung. You've got to be kidding me. Fuck. Come on, the baby hears everything, even in the womb. So we will make a great agent, just like Dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should be in a drawer. Finde den Schlüssel im Obgeschoss. Tja, dann gehen wir mal runter und suchen den Schlüssel. As if there was one drawer. Nope, nothing in here. I can't find it in the dining room. Oh, sorry. I guess I didn't get it from the trunk. Ah, typical. Durchsuche das Auto. Im Esszimmer war er wohl nicht. Ja, das Auto steht ja draußen. Ich hatte echt cool gemacht, du klickst an quasi, dann musst du mit der Maus aufziehen. Klicke linke Maustaste, um mit Gegenständen zu interagieren. Quasi anklicken, nach oben schieben. Ein Schlüssel. Gehe zum Dachboden. Drücke Tab, um dein Inventar zu öffnen. Gut, da ist der Schlüssel drin. Und dieses Aufnahmegerät. Nehmen wir gleich noch einen Karton mit hoch. Scheinen. Doch, wir haben Strom, oder? Ja, wir haben Strom. Versuche den Dachboden nach Farbe. Plank. Ein loses Brett. Something under the floor. I'm gonna pry it up. Maybe I can find a crowbar somewhere. Finde Werkzeug, um das Brett herauszuheben.
Warum wackelt schon? Jetzt wackel ich nicht mehr. Und du kannst auch nicht mehr umfallen. So. Scheint leer zu sein. Und die hier, weiß ich, ist auch leer. Aber da, wo wir das Brett gefunden haben, waren wir eigentlich schon ganz nah an der Brechstange dran, also. Immer die Treppe nochmal nach oben. Könnte sie sein. Wie geht denn nochmal eine Treppe nach oben? Ah, eine Brechstange. Eine Truhe. Öffne das Versteck. Tja, dann. Gehen wir die Treppen wieder nach unten. Hau das Brecheisen rein und. What could it be? A treasure? Hope it's not great grandpa's porn mags. Wie gesagt, das erste Kapitel habe ich schon hinter mir. Ein Ausgang aus den Kommentaren zum Gallischen Krieg von Julius Caesar. Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich, den Text im Lateinunterricht gelesen zu haben. Einige Buchstaben sehen anders aus als der Rest. Rotieren Sie. Nicht rotieren Sie. Rotiere, um versteckte Botschaften zu finden. Oh, was haben wir hier? That'd have to be a goddamn code breaker. Gleich C. Die Initiale von Julius Caesar, aber warum hat die jemand als Gleichung geschrieben? Eventuell bekommen wir so die Antwort. So. Der Untersuchungsmodus erlaubt es dir, bei einigen Gegenständen zusätzliche Aktionen durchzuführen. So. Dann, weil ich es gerade schon gemacht habe, CJ nach Osten. JC. Das haben wir jetzt also gleich. This device will help me decode the letters in the text. I have to break so, the cipher haben wir open hier the box. Eine Verschlüsselung. Und wir nehmen jetzt quasi die Notizen. Das sehen wir hier. Es sind gewisse Buchstaben anders als die anderen. Also dieses M, das H, das P, das A und das O. Und mit denen Buchstaben, also fangen wir mal mit M an, dann müssen wir quasi auf der Scheibe. Das M ist also ein F. Oh, ist ja schon ein F. Dann können wir zurück. Dann war der zweite Buchstabe ein H. Then based on the letter, the first character in the cipher should be. Also brauchen wir ein A. So, Notizen. Dann der dritte Buchstabe war ein P. Da müssen wir dann ein I draus machen. Kommt ein A. Mal gucken, was wir aus dem A machen müssen.
Ja. Wo ist ein A? Und ein T. Ach, ist schon ein T. Okay, dann haben wir noch ein Buchstabe und das war das O. Gegenstände, Scheibe. Und aus dem O wird ein H. So, geben wir hier mal noch das H ein. Und das Schloss geht auf. Dann haben wir hier Nikolas Schlüssel. Ein antiker Schlüssel, in welches Schloss er wohl passt. Property of Nicholas. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening. Almost. So, und da kommen wir auch schon in Kapitel 2. Aber, meine lieben Zuschauer, es ist spät. Meine lieben Zuschauer, ich würde sagen, wir sehen uns in Kapitel 2 wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Kommi da, wie es euch gefällt, ob ich das Projekt weiterführen soll, was ihr für Vermutungen habt, was passieren könnte, was wir noch alles rausfinden müssen. Aber in diesem Sinne danke ich fürs Zusehen. Über ein Abo würde ich mich freuen und wir sehen uns in Folge 2 bzw. Kapitel 2. Bis dann. Ciao, ciao.